Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Elektro-Ronny-Kanal hier auf YouTube. Erstmal nochmal vielen lieben Dank für das Feedback, denn in meinem Livestream, den ich hier auf YouTube gemacht habe, denn ich habe ja jetzt die 1000 Abonnenten, da nochmal vielen lieben Dank an euch da draußen, denn ohne euch wäre das Ganze natürlich nicht möglich gewesen. Aber wozu möchte ich als erstes kommen? Erstens möchte ich mich bedanken für das Feedback, denn ich hatte da Tonaussetzer, die Hardware, die ich dafür nutze für die Livestreams, ich sage jetzt mal, on the road, nennt man das dann ja vielleicht, war relativ neu. Ich wusste noch nicht genau, wie alles hundertprozentig eingeschaltet werden soll, eingestellt werden muss. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Erfahrung, deswegen sollten die nächsten Livestreams besser werden. Auf jeden Fall erstmal vielen lieben Dank an die 1000 Abonnenten. Da wir schon beim Bedanken sind, werde ich mal ganz kurz hier noch in die Liste gehen von den Referral Codes, denn da hat sich auch einiges getan. Da möchte ich mich auf jeden Fall auch ganz herzlich bei euch bedanken. Denn hier haben mittlerweile sehr, sehr viele meinen Referral-Code genutzt. Da möchte ich mich als erstes bei David bedanken, bei Ulrich, bei André, Christian, Uwe. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Zekio, Robert, Michael und der Georg. Vielen lieben Dank, Leute, dass du meinen Referral-Code verwendet hast. Und natürlich möchte ich auch jeden anderen gerne dazu ermutigen, einen Referral-Code zu verwenden. Vorzugsweise natürlich meinen, den du hier eingeblendet siehst. Dafür erhältst du, wenn du dann deinen Tesla ausgeliefert bekommst, 1500 Freikilometer und ich ebenfalls. Da schon mal vielen lieben Dank, solltest du das tun. Des Weiteren würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du hier gerne meine Videos schaust, lass gerne ein Abo auf meinem Kanal da, denn der ist kostenlos, also das Abonnement kostet dich quasi nichts und du kannst natürlich hier dann immer wieder neue Videos von mir erwarten, immer zu Model Y oder Model Y. Ich will mir eigentlich angewöhnen, Model Y zu sagen, weil ich sage auch nicht Model 3, sondern Model 3. Deswegen, ja gut, also Model Y. Der eine oder andere sagt es natürlich anders. So, da auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank an die Abos, die wir jetzt über 10.000, da jetzt nochmal, wie gesagt, vielen Dank an die Abos für über 1000 Abos. Dann für die Referral-Code-Nutzer und natürlich lass auch gern einen Daumen nach oben da auf dem Video, wenn es dir denn gefallen hat. So, kommen wir aber jetzt mal zu meinen Erfahrungen. 1000 Kilometer, ich habe jetzt mittlerweile 1033 sind es, glaube ich, mit dem Tesla Model Y gefahren. Ich habe ja vorher schon ein Model 3 gehabt, ebenfalls im Blau, mit der Konfiguration Long Range, so wie es jetzt dieser hier auch ist. Der ist auch ein Long Range Modell. Und ja, da ist es halt so, dass ich jetzt, sage ich mal, auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Und als erstes möchte ich natürlich auch eure Fragen aufgreifen, denn da wurde gefragt, Fahrwerk. Wie ist denn das Fahrwerk? Und ich habe es in dem Livestream damals schon gesagt, der allerdings, wie gesagt, durch die Tonaussetzer nicht so gut rüberkam. Deswegen hier nochmal das Ganze. Fahrwerk, definitiv besser als bei Model 3. Ich habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen, die sagte auch ganz klar, ja, der ist definitiv jetzt besser. Also sprich, der Komfort hier im Fahrzeug ist spürbar. Natürlich, ich habe die 20 Zöller, das kann sich gegenüber den 19 Zöllern mit Sicherheit auch noch ein bisschen anders anfühlen. Aber ich bin der Meinung, hier mit den 20 Zöllern top. Also Fahrwerk definitiv besser. Der Verbrauch, ja, der Verbrauch, da können wir direkt mal drauf eingehen. Ich gehe jetzt direkt mal auf meine 1033 sind es tatsächlich und ich habe derzeit 167 Wattstunden, sprich 16,7 Kilowatt. Was soll ich dazu sagen? Also ich bin begeistert. 16,7 Kilowatt. Ich habe 173 Kilowatt damit verfahren. So, also das schon mal zu dieser Geschichte. Also der Verbrauch, ich komme vielleicht nicht ganz an die Werte von meinem Model 3, aber das ist schon sehr, sehr ähnlich. Ich fahre halt auch sehr human. Ich fahre auch eigentlich immer angemessen. Die Klimaanlage ist kälter, habe ich hier stehen. Ja, das habe ich, ich weiß nicht, ob es an der Sitzhöhe, an dem Unterschied liegt, weil man sitzt ja hier auch etwas höher als im Model 3. Ich weiß nicht, ob sich das auf den Innenraum auswirkt, weil die Türen sind etwas länger. Deswegen, ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, die Luft kommt ja von hier vorne. Oder ihr könnt sie auch von unten oder auch von oben rauskommen lassen. Dafür habt ihr ja hier in den Einstellungen, habt ihr ja dann die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Deswegen, ja,
Da gibt es halt oben raus, unten raus und vorne raus. Also von daher, ja, ist wirklich, ja, muss jeder, ist vielleicht ein anderes Empfinden, aber ist auf jeden Fall so für mich. Weil ich habe dann schon öfters mal, früher habe ich so auf 18 Grad, jetzt fahre ich so auf 19,5 und das ist wirklich sehr angenehm. So, dann wurde eine Frage gestellt, hört man ein Summen vom hinteren Motor? Ich habe es schon mal angesprochen, ich nehme es nicht wahr, also ich höre es tatsächlich nicht. Ich will auch keine Hutablage hinten haben, ich brauche das nicht, weil wir haben unsere Hundebox hinten im Kofferraum. Der Hund ist auch viel ruhiger als auf der Rückbank. Das mag jetzt daran sein, dass er vielleicht nicht mehr alles sieht und das ist wahrscheinlich auf jeden Fall besser. Also der würde sich eventuell bemerkbar machen, wenn es da irgendwas wäre, keine Ahnung. Ich nehme es nicht wahr, ich habe meine Frau gefragt, sie hört auch nichts und glaubt mir, die würde es hören. So, dann die Versicherung bei der Hook. Weil da wurde ich auch gefragt, was zahlst du denn? Ich zahle, das ist jetzt natürlich sehr individuell, ne, weil jeder natürlich eine andere Schadensfreiheitsklasse hat oder auch gar keine Schadensfreiheitsklasse. Ich bin bei der Hook Coburg, habe die Schadensklasse, also Schadensfreiheitsklasse 23 und zahle Vollkasko im Jahr 487 Euro. Ich habe auch den Auslandsschutz dabei, ich habe Personenschutz, ich habe... dann diese einmal im Jahr Geschichte, dass ich was machen darf, ohne dass ich irgendwie steige in den Prozenten, das habe ich ebenfalls mit drin. Also das nur mal so zum Vergleich, also knapp 500 Euro. Der Model 3 hatte mich ebenfalls bei derselben Versicherung ebenfalls 508 Euro gekostet. Also der war etwas teurer. Außenspiegel habe ich mir hier notiert und zwar, die sind größer. Sie sind nicht länger, aber dafür höher. Und ich finde das, also ich persönlich finde das sehr angenehm, denn ich muss sagen, für mich ist ja auch wichtig, was passiert neben mir und nicht 20 Meter, 30 Meter neben mir, sondern direkt neben mir. Wenn ich auf der Autobahn bin, wenn ich irgendwo in eine Tiefgarage fahre, wenn ich irgendwo irgendwas anderes halt mache, dann brauche ich diesen Sichtkontakt. Ja? Und ich finde es wirklich gelungen. Ja, sie sind etwas schmaler, also sie sind etwas... kürzer, kann man sagen, und dafür aber höher geworden. Man müsste es vielleicht mal direkt mit einem Model 3 vergleichen. Ich persönlich finde es gut. Ja, das kann natürlich jeder anders empfinden. Für mich, für mein Empfinden, Daumen hoch. Ja, ansonsten, das waren die Punkte, die ich mir notiert habe. Gerne schreibt mir eure Fragen hier unter das Video. Dann kann ich dort im nächsten Video drauf eingehen, denn ich habe jetzt vor, sowas natürlich öfter zu machen. Auch demnächst werden wir wieder einen Fahrbericht machen. Das heißt, ich werde einfach mal fahren, werde die Kamera mit montieren, werde das dann alles aufzeichnen. Für mich ist es wichtig, dass ihr gerne immer die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Ich bin relativ transparent, was sowas angeht. Wie gesagt, Kosten, was kostet der Wagen, was kostet der Unterhalt, wie viel zahle ich, wenn ich extern lade, was zahle ich zu Hause. Zu Hause übrigens für 27 Cent. Dann, wenn ich jetzt am Supercharger durch die Referral Codes habe ich derzeit halt keine Kosten. Da nochmal vielen Dank natürlich. Ich werde auch jetzt diesen kommenden Samstag wieder nach Hilden fahren. Also wer da gerne mal vorbeischauen möchte, ich bin meistens so, ich denke mal 16, 17 Uhr bin ich vor Ort. Da gerne einfach mal auch mal vorbeikommen, gar keine Frage, einfach ansprechen. Ich bin dann meistens dort mindestens 1-2 Stunden vor Ort. Da lade ich dann meistens auch noch zusätzlich, weil, wie gesagt, die Freikilometer soll man ja nicht verschenken. Und ja, demnächst werde ich auch noch mal über das neue Update eingehen, was da gekommen ist. Aber das dann in einem separaten Video. Das Ganze wird auch wieder gestreamt, wenn ich nach Hilden fahre. Hier dann auf YouTube, das könnt ihr dann sehen. Deswegen gerne lasst ein Abo da. Auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Denkt an den Referral Code, dass ihr den auf jeden Fall verwendet. Nicht unbedingt meinen, aber irgendeinen. Meinen wäre natürlich am liebsten, aber da auf jeden Fall einen Referral Code nutzen. Ja, ansonsten, ich bin letztens auch mal wieder abends gefahren. Das ist bei mir relativ selten passiert. Und die Lichter, das Interieur, also sprich die ambiente Beleuchtung, die jetzt nicht so krass hier im Tesla Model Y ist oder auch nicht im Model 3. Aber im Model 3 war sie noch dunkler, hier ist sie schon etwas heller. Also das ist mir direkt aufgefallen. Finde ich auch sehr angenehm. Ja, ansonsten
bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, das mit dem Kamerasetup hat euch ein bisschen gefallen. Habe immer mal ein bisschen durchgeswitcht, habe das Ganze nämlich auch mal multiple aufgenommen. Sagt man multiple? Nee. Ich habe es einfach mal so aufgenommen, dass man mehrere Kameras hat. Ja, auf jeden Fall da nochmal vielen Dank an eure Unterstützung auch, was das ganze Projekt hier angeht. Und ach ja, eine Sache noch. Am 9. Oktober werde ich auch in Berlin sein, denn ich möchte mir unbedingt die Gigafactory 4 anschauen. Und da werde ich auf jeden Fall in Berlin sein. Ich werde Freitag losfahren, werde Freitag auf Samstag dort übernachten. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also wenn ihr da auf jeden Fall dabei sein wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Denn ich werde auch die Hinfahrt streamen. Ich werde auch ein bisschen vor Ort streamen. Ich werde so ein bisschen machen, dass ich da euch dabei haben kann. Also, ihr müsst einfach nur den Kanal abonnieren und natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr eine Frage habt, nicht vergessen, einfach damit in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt zu Bett gehst, eine angenehme Nacht. Beide Kameras. Cheers. Yeah.